aber das können wir schon wieder reinholen. So, siebten überholt. Und sechstem draufgefahren, der daraufhin gleich eine Abkürzung nimmt. Und wir hauen mal ein bisschen Nitro raus. Und driften durch die Kurve, dass wir unseren Nitro auch gleich wieder reinbekommen. Und jetzt hauen wir es gleich wieder raus. Das ist ein ständiges Geben und Nehmen hier mit dem Nitro. Und in der Kurve konnten wir jetzt nochmal gut Zeit gut machen. Und haben uns da gleich mal ein bisschen vorgearbeitet. Ja, fünfter Platz. Und das Lied zackt mich gerade ein bisschen an. Cinema, nee. The Resistance. Groove Me, nee. Bigger Than Us, Get A Rise, Stronger, Shining Down. Ich will jetzt irgendwas, was rockt. Shitty Bang hatten wir schon. Der Crash war ein bisschen unnötig. Born Free. Ich möchte jetzt irgendwas Chilliges, was reinhaut. Mit anderen Worten möchte ich Superbad. Yeah, das hat Style. By the day my phone and say a prayer. Es ist episch, das Lied. Wer es episch findet, der schreibt nichts. Das Lied findet ihr übrigens auch in meiner Playlist zu finden auf meiner Homepage. Dieses Auto findet ihr nicht auf meiner Homepage, denn das habe ich zu Schrott gefahren. Und gleich nochmal rein. Sehr schön. Hallo Freunde, ich fahre euch davon. Und zwar mit dieser epischen Abkürzung. Ja, Reventon auf Schotterweg ist nicht so der Hit, aber es geht. Und lässig abgezogen. Da ist Benzin im Blut. Oh, jetzt hat er uns lässig abgezogen. Das war Fail. Oh yeah. Seine Haare wehen gar nicht im Wind. Das ist schlecht animiert. Ich hasse dieses Spiel. Seine Haare bewegen sich nicht. Und hat er eine Sonnenbrille auf? Natürlich hat er eine Sonnenbrille auf, weil er cool ist. Weil er es drauf hat. Und weil er der Beste ist. So, 7 Kilometer sind es noch, wir sind Platz 6. Und das sollten wir eigentlich noch aufholen können. Also, komm schon. Den hier, den ziehen wir locker lässig ab. Der fährt doch nur ein Murcielago. Und hier, der hier sowieso, was ist das denn? Eine Corvette. It's almost noon and I ain't got nowhere to go. Epic, epic! Du legst 1,23 Sekunden vor dem fünften. So, ein Pagani Zonda haben wir auch abgezogen in der Kurve. 4 Kilometer sind es noch knapp. Den kriegen wir doch auch noch, oder? Den kriegen wir doch noch. Ja, natürlich, weil er einen Crash baut, der Vollidiot. Aber da fährt jemand eine Abkürzung. Oh, das war uncool. Ah, wo ist das Ziel? Wo ist das Ziel? Den kriegen wir doch noch. Den kriegen wir noch. Komm schon, den kriegen wir noch. Jetzt nur Nitro aufladen. In den Kurven da vorne können wir ihn vielleicht abziehen. Jetzt haben wir ihn. Jetzt müssen wir nur noch vorne bleiben. Ja, ja, da ist das Ziel, da ist das Ziel, der Gegner ist hinter uns. Und da haben wir es geschafft. 4:47 ist unsere Zeit, Gold erhalten, I am French ist leider ungeschlagen. 7 Sekunden waren wir zu langsam, aber immerhin sind wir auf Platz 11 der Speedwall, was wahrscheinlich der letzte Platz ist, aber es ist mir völlig egal. Wir haben erstmal krass Kopfgeld abserviert, beziehungsweise abgesahnt. Und bauen mal Verbindung mit den Autolog-Servern auf, wie eben immer. Was ist hier eigentlich? Wieso ist das grau unterlegt? Okay, weil wir da wahrscheinlich der Beste sind einfach. Der Beste. So, hier glitzert irgendwas. Zeit fahren. Dann fahren wir doch mal Zeit. Exoten-Serie. Oh, wir müssen diesen Wagen nehmen.
Aber wenn wir ihn schon nehmen müssen, dann nehmen wir ihn in einer coolen Farbe, und zwar schwarz wie die Nacht. Um 1 Uhr besiege Till Skywalker 96. Schönes Face, schöne Brille. Ich werde dich so nappen. So, Kevin X Hunter ist vor uns, Viper ist vor uns. Kakelesi ist auch vor uns. Nicht mehr lange. Denn jetzt kommt unser Wagen. Und jetzt darf ich fahren. Und es geht los mit Superbad. Da kann ich nichts dafür, Leute. Ich hab's nicht ausgesucht. Aber ich werde es auch nicht wegklicken. Weil das Lied einfach geil ist. Bei mir läuft es den ganzen Tag rauf und runter. Wirklich, den ganzen Tag. Ich liebe dieses Lied. Ich liebe es. Übrigens, was ich noch sagen wollte. Painful Memories, das Video habe ich ja jetzt nach langem Hin und Her überlegen freigeschaltet. Die Resonanz, die kam, war positiv. Ich hätte eigentlich erwartet, dass mehr Spam kommt auf die Kommentare, aber es waren einige gute Kommentare dabei. Viele gute Kommentare. Dankeschön dafür. In diesem Sinne finde ich super. Ich hätte echt gedacht, dass mehr Spam und Flame und was weiß ich was kommt. Ihr habt es relativ lässig genommen, das Video, und ich habe mir auch wirklich viel Mühe gegeben mit dem Video, und einige von euch wussten es auch zu schätzen, und dafür, ja, danke ich euch an dieser Stelle einfach nochmal. Denn das Video war wirklich, ja, war ein Zacken Arbeit. Aber es hat auch Spaß gemacht. Ich hatte ja auch Gesellschaft dabei, sympathische Unterstützung. Habe ich ja auch in der Videobeschreibung angemerkt. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an dich fürs Mitmachen. Du schaust zwar meine Videos sowieso nicht, aber trotzdem an dieser Stelle vielen Dank. Und ja. Gut, zurück zum Spiel. Ne? Es gibt ja immer wieder Leute, die sich aufregen. Wenn du Need for Speed spielst, dann red doch auch über Need for Speed. Ja, und dann sage ich immer, was ich immer sage. Es ist Rennen fahren. Ich kann nicht immer nur übers Rennen fahren reden. Aber gut, ich kann es versuchen. Das heißt, wir fahren jetzt episch durch die Kurve mit einer Bildstörung, aber das nur am Rande. Und da sind wir durch die Kurve gedriftet an der Küste. Und gleich in den nächsten Drift am Leuchtturm vorbei. Und nach der Kurve gleich das Nitro raushauen. Um maximale Beschleunigung zu bekommen für die nächste Kurve. In der nächsten Kurve können wir wieder ein bisschen Nitro sammeln. Um dann wieder aus der Kurve raus zu beschleunigen. Mit einem vollen Nitro-Schub. In etwa... Nein, das heben wir uns noch auf. Das heben wir uns noch auf für die nächste Kurve. Ich glaube, nach der ist es sinnvoller, weil ich hier total krass anecke. Aber wir heben es uns nochmal auf. Für die nächste Kurve. Wo ich auch nochmal durchdriften werde. Und am besten heben wir uns das Nitro auch noch für die nächste Kurve auf. Denn da kann ich auch nochmal schön driften. Und jetzt können wir mal ein bisschen was raushauen. Da hätte ich auch noch eine Abkürzung mitnehmen können. Ah, viel zu früh in den Drift. Viel zu früh. Ah, das Lied ist auch cool. Alle Lieder sind hier eigentlich cool, aber das hier, das ist cool. Oh, einen Kilometer noch. Ein Kilometer noch. Wir können es noch schaffen, unter der Goldmarke zu bleiben. Wir können es noch schaffen. Oh, es wird eng. Schaffen wir es? Schaffen wir es? Ja, natürlich schaffen wir das. Bull Run! Zeit 3:23. Wir haben Gold erhalten. Du schlägst Till Skywalker 96. Wir steigen ein auf Platz 10 der Speedwall. Und haben natürlich Kopfgeld gesammelt. Aber das ist eigentlich unwichtig. Recht viel zum Freischalten gibt es bei mir eh nicht mehr. Wir teilen natürlich unsere unglaublichen Errungenschaften. Und ich denke, wir fahren mal wieder was für die Cops. Hm. Ja, wir machen mal einen Hot Pursuit Flight of Fight. Ich weiß nicht, ob wir das schon gemacht haben.